adventliche Gemeinde, wir brauchen ganz viel Licht in diesem Jahr. Wachsendes Licht, wachsende Hoffnung. Es muss sich was tun in dieser Welt und wir sind, glaube ich, mehr als sonst in den Jahren zuvor angewiesen darauf, dass es in dieser Welt hoffnungsvoller zugeht. Dass im Dunkel dieser Welt vielleicht nur ein flackerndes, kleines Licht angeht, das unseren Wegen den Weg weist. Denn unser Glaube hat es schwer und unsere Welt hat es schwer in diesen Wochen. Und darum, glaube ich, setzen ganz viele Menschen jetzt auf diese uralten, schönen Zeichen der Hoffnung, wachsendes Licht, wachsende Wärme, wachsender Glanz in dieser oft so verdunkelten Welt. Wir haben evangelische und katholische Christen ein wunderschönes Zeichen seit dem 19. Jahrhundert, das Zeichen des Adventskranzes. Der Kranz, grün, immer grün, und diese vier Kerzen, die die schrittweise wachsende Hoffnung darstellen. Ja, wir gehen Schritt für Schritt vor, denn der Glaube fällt uns nicht von hier auf jetzt in den Schoß. Er muss wachsen, er soll wachsen. Die Vorfreude, die Hoffnung, dass auf diese Welt ein Guter zukommt, eine gute Nachricht zukommt. So wollen wir das Licht entzünden. Es springt von der Osterkerze, von der Urkerze unseres Glaubens über auf diesen von uns geflochtenen Kranz, der den Weltenrund symbolisiert. Und auf dieser Welt, die Corona der Hoffnung, dass unserer Welt eine gute Zukunft bevorsteht. Diese gute Zukunft, sie wird uns im Kind von Bethlehem ins Leben gelegt. In diese Lehre hinein, die wir dieses Jahr erfahren. Gott ist uns und bleibt dieser Welt der Allernächste. Lassen wir es mit unseren kleinen Möglichkeiten heller werden, mit der Schönheit der Musik, die verklingt und die doch im Ohr bleibt, mit dem Licht von einer Kerze, die kleiner wird und sich doch verausgabt, damit es in diesem dunklen Raum ein wenig glanzvoller wird, und mit uns, die wir mit unseren kleinen Möglichkeiten dir, Herr, die Wege bereiten, und für diese wachen, erwartungsvollen Frauen deiner Ankunft in dieser Welt den Weg ausleuchten. Ja, lassen wir uns den ersten Advent ansagen.
Dann ist es mit dem Königtum der Himmel gleich wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinauszogen dem Bräutigam entgegen. 5 von ihnen waren dem Aberwitz verfallen und 5 waren verständig. So hatten denn die Aberwitzigen nur die Lampen, aber kein Öl mitgenommen. Die Verständigen dagegen hatten Öl in ihren Krügen samt ihren Lampen mitgenommen. Als der Bräutigam sich Zeit ließ, nickten alle ein und schliefen. Mitten in der Nacht aber erscholl ein Schrei: Da, der Bräutigam, hinaus, ihm entgegen. Da richteten sich alle jene Jungfrauen auf und brachten ihre Lampen in Ordnung. Und die dem Aberwitz Verfallenen sprachen zu den Verständigen: Gebt uns von eurem Öl, unsere Lampen erlöschen. Da erhoben die Verständigen sich und sagten: Nimmermehr. Es ist doch nicht genug für euch und uns. Geht lieber zu den Krämern und kauft es euch. Doch indes sie kaufen gingen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, zogen mit ihm zur Hochzeit ein, und das Tor ward geschlossen. Später kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen: Herr, Herr, mach uns auf! Er aber antwortet und spricht: Wahr ist's, ich sage euch, von euch weiß ich nichts. Wachet also, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde.
lassen wir uns Worte eines leider schon so früh verstorbenen, sympathischen evangelischen Christen vom Niederrhein sagen, von Hans-Dieter Hüsch. Worte, die uns wahrhaft mitnehmen auf dem Weg zur Krippe. Ich habe mich auf den Weg gemacht, wie einer der Könige suchte ich nach einem Lichtpunkt am dunklen Himmel. Wie einer aus der Verlorenheit suchte ich ein Zuhause bei Gott. Ich suchte Gott bei den Menschen und fand einen Blick, der mich verstand, und fand eine Hand, die mich suchte, und fand einen Arm, der mich umfasste, und fand einen Mund, der zu mir Ja sagte. Ich fand Gott nach langem Suchen, sehr arm, nicht mächtig, nicht prächtig, sehr bescheiden, alltäglich. Als Kind in der Krippe, nackt, frierend, hilflos, mit einem Lächeln durch die Zeiten. Das erreichte mich in meinen Dunkelheiten. Gott fing ganz klein an, auch bei mir.
Jüdinnen feiern in diesen Tagen das Chanukka-Fest. Sie werden es feiern, wenn wir Weihnachten feiern. Feste des Lichtes. Und hören den Segen, den ich jetzt auch über uns sprechen werde. Denn wir alle sind segensbedürftig. Diese verletzte Welt braucht das Dach des Segens. So bitten wir im aaronitischen Segen um die Ankunft dessen, der in Bethlehem gekommen ist und der längst da ist in dieser Welt, die er nie loslässt und die jetzt in seinen Händen ruht. Der Herr sei mit euch. Der Herr segne und behüte dich. Er lasse sein Antlitz auf dir ruhen. Er sei dir gnädig. Der Herr wende dir sein Angesicht zu. Er schenke dir seinen Frieden. Amen. Das gewähre euch der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.